Sagen wir es mal so, ich habe das Beste hier draus gemacht. Ich wusste nicht mal, wie man Lady schreibt. Der eine schreibt es mit Y, der andere sondern schon mit IS. So, da habe ich mir schon gedacht, Digga, wenn du schon meinen Text kopierst, ne, dann mach das richtig. Du gibst 1000 Euro für deine Trikots aus, damit dein Logo von der Bar da steht. Aber spendest noch nicht mal 100 Euro für ein krebskrankes Kind. Hier war nur eine einzige Schlägerei. Und da hat ein Mannsweib, ein Mädchen, einen Typen geschlagen. Ich habe einen der besten DJs hier, der ist der DJ von Kollega und Farid Bang, das DJ History. Das ist mein Bruder Azad, AZAD, Boss Music Frankfurt am Main. Und der hat auch schon ein paar Skits für unsere Bar gemacht. Ich war auch schon bei seinem Videodreh dabei, wir waren auch oft unterwegs. Der Ozy Music hat mir nie was gesagt. Er sagte, er hatte mir einen Screenshot von seiner Story geschickt. Ich so, ja krass. Okay. Macht schon ein bisschen glücklich, so weißt du, was ich meine. Und Servus, liebe Freunde. Ich bin's, euer Shisha-Messias von MySheesh. Und heute sind wir in NRW beim lieben Emir in seiner Shisha-Bar. Und zwar der Seven Lounge. Richtig. Grüß dich. Danke, dass du uns eingeladen hast. Und wir haben das Ganze genutzt und haben NRW erkundet ein bisschen, sind jetzt das ganze Wochenende hier und haben richtig Bock jetzt auf das Interview. Und ihr werdet es im Video sehen, diese Bar ist wirklich Mashallah. Ich glaube, das Ganze trifft es ganz gut. Angefangen, was rauche ich? Ich rauche eine weiße Wuka mit einem Dusha Oblako und einem Kalaut obendrauf. So, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Stell dich doch mal vor, wer bist du? Und ich bin der Emin, bin 34 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Goch hier bei uns am Niederrhein. Was soll ich sagen? Ich bin Emin, jeder kennt mich, you know? Erzähl uns mal ein bisschen was so zu deiner Bar und der Geschichte in deiner Bar. Du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt, vielleicht auch warum es Seven Lounge heißt. Das würde mich interessieren vor allem. Also so die Geschichte dahinter steckt da drin, ja, wir sind 10 Kinder, Mashallah. Ich bin das 7. Kind. Ich habe am 7. Februar Geburtstag und da habe ich mir gedacht, weil die 7 eigentlich so meine Lieblingszahl ist, habe ich gesagt, ja komm, nennen wir die Lounge 7 und bin dann zum Entschluss gekommen, der Name passt. Ist auf jeden Fall ein einzigartiger Name, taugt noch richtig gut. Das Logo ist auch richtig schön geworden, finde ich. Seht ihr auch von außen an den Fenstern, also richtig cool gelöst, auch hier an der Bar, richtig, richtig wild. Und, da kommen wir nachher noch drauf, du hast ja dein 7-jähriges Jubiläum. Heute, ja genau, heute, also jetzt, ja, was heißt heute, also wir feiern heute vom 18. in den 19. rein. Dann haben wir unser 7-jähriges Jubiläum. Ja, und ich hoffe, das wird wie jedes Jahr ein geiler Abend. Also wir haben schon das Video gesehen auf deinem Instagram-Channel vom 3-jährigen Jubiläum. Da hat man so ein paar kleine Einblicke gesehen. Ja, das war aber sah die alte Lounge. Aus. Das war die alte Lounge, Bro. Ach, das war die alte? Das war die alte Lounge, ja. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt gerade mal... Hier habe ich jetzt auch zum Beispiel, warum Seven am 7.3.2020 eröffnet. Ja, ich bin so ein bisschen krank die mit der 7. Ja, 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 ich bin ein bisschen krank dabei. Und ja, und dann sind wir eben halt umgezogen und jetzt sind wir 2 Jahre jetzt. Ja, genau 2 Jahre sind wir jetzt hier drin, ja. Cool. Also du hast vorhin angesprochen, du hast jetzt ja hier sozusagen die neue Lokalität. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr nobel und sehr gelungen. Und erzähl mal ein bisschen, wieso bist du aus deiner alten Bar raus und hierher? Wie viel Zeit ist da vergangen und was hast du vielleicht versucht in der neuen Bar zu verwirklichen, was in der alten vielleicht aufgrund von der Gegebenheit einfach nicht möglich war? Also ich bin ganz ehrlich, also das kann jeder eigentlich bestätigen, wenn man immer was hat wie ein neues Auto oder irgendetwas, was man bleibt drauf hängen und man liebt es. Und ich bin bei meiner alten Bar, bin ich wirklich sehr drauf hängen geblieben, ist ja klar, es war mein Baby. Und ja, ich musste umziehen, weil der Vermieter damals gesagt hat, das Ding wird abgerissen,
Dann habe ich ein Angebot gemacht, ich soll mal zu. Wir machen das dann so, ich kaufe das Objekt von dir ab. Und dann fing er so an, dann hat er mir irgendeinen Preis gesagt, da habe ich mir gedacht, Digga, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Ja. Ich suche mir was Neues. Und ich muss auch ehrlich zugeben, das war jetzt auch nicht dann direkt die zweite Wahl hier. Ich hatte was bei uns im Industriegebiet gefunden gehabt, vor 2 Jahren. Und die Stadt hat das nicht genehmigt, weil im Industriegebiet durfte sogar keine Gastronomie mehr eröffnen. Das war irgendwie laut Gesetz, irgendwie, weiß ich nicht, haben die irgendwie gesagt, das funktioniert nicht. Habe ich einen Architekten dahin geschickt, mit allem drum und dran, mit Rechtsanwälten. Und dann, keine Ahnung, an dem Tag war ich wirklich so verzweifelt, ist kein Scherz. Ich bin dann einfach wie eine Leiche durch Goch rumgefahren und ich habe nach einem Ladenlokal gesucht. Und dann stand hier an den Fenstern ganz, ganz groß, Ladenlokal zu vermieten. Ich so, wow, okay. Ja, dann habe ich da mal angerufen. Auch meine Vermieter, damaligen Vermieter, super, super nett. Auch in der Corona-Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Super, ja. Die haben sehr, sehr viel geholfen. Also auch nochmal großen Respekt an den beiden. Mhm. Und dann, ja, dann hat sich das hier so ergeben. Ich denke mal, ja, wie lange haben wir gebraucht für den Umbau hier? Also ich bin aus dem alten Laden, 30.12.2019 war der letzte Tag. Ja, und am 7.3. habe ich hier eröffnet. Ja, ich glaube, 3 Monate. Das war schon sportlich. Also ja, 3 Monate haben wir dann hier gebraucht. Und also ich weiß es natürlich nicht, wie es vorher aussah, aber aus einem China-Restaurant das hier zu zaubern, das wirkt wie so ein, ja, wie auf dem Olymp, so ein bisschen, wie so ein Tempel irgendwie. Ja, also laut meiner Cousine, die Psychologin ist, also die war ja auch drin, die sagte schon zu mir, das sieht schon so ein bisschen depressiv aus hier, weil hier alles schwarz ist. Und ich habe gesagt, nein, vertrau mir, das wird geil, weil unser Boden, der leuchtet, und unser Sternenhimmel. Und dann können wir noch hier die Tische von unseren Lichtern anmachen und dann hier die Bilder, hier, da überall. Das reicht. Ja. Nein, man sieht schon die Trauer in dir, du vermisst deinen alten Laden. Ich so, ja, okay, du hast jetzt Psychologie studiert, okay, du hast recht. Ich vermisse auch meinen alten Laden, bin ich ehrlich. Und ja, und dann sagen wir es mal so, ich habe das Beste hier draus gemacht. Von der Platzzahl hier, also damit ihr so von den Dimensionen einfach einen Einblick habt, wenn der Laden wirklich bumsvoll ist, wie viele Kunden kannst du entgegennehmen? Wie viele Pfeifen hast du? Also das würde mich jetzt interessieren. Und auch mit Terrasse. Also mit Terrasse zusammen? Ja, Bro. Also jetzt hier in der Gastronomiefläche innen drinne, im Innenraum, habe ich so 130, 140 Sitzplätze. Und draußen können locker 200 Leute sitzen. Locker. Und Pfeifen, bin ich ganz ehrlich, habe ich nur... Also jetzt nur VUCA. Also ich habe jetzt nur VUCA, habe ich 71 Stück. Boah. Ich hatte insgesamt 72. Eine ist leider kaputt gegangen. Man kennt's. Ja. So, da habe ich noch da. Ich weiß nicht, ob du das vorhin gesehen hast, habe ich auch noch ein paar Pfeifen stehen. Die anderen hinten. Aber Bro, ja, die kamen nie im Einsatz. Also so mit den Pfeifen komme ich schon gut zurecht. Kurz noch zu deinen Angeboten. Wie viel kostet bei dir ein Kopf? Was für Köpfe hast du im Angebot? Und was ist so deine Passion, die du hier so versucht hast mit reinzubringen? Du hast vorhin schon was durchblicken lassen. Du rauchst gar nicht mehr so wirklich aktiv Shisha, finde ich als, also wenn man so ein Shisha-Bar besitzt. Ja, hört sich komisch an. Ja, aber ja, ist lustig. Ja, ist lustig. Ironie irgendwie ein bisschen. Ja, ich kann dir das erzählen. Also ich habe früher, ich bin ehrlich zu euch, ich habe am Tag, Brudi, man ist aufgestanden, man hat sich, also ich fange mal von ganz, ganz vorne an. Also meine Freundin, die war die verrückte Shisha. Wann hast du angefangen mit Shisha-Rauchen? Das wird mich interessieren. Was war der erste Kopf, den du in deinem Leben geraucht hast? Und was für ein Tabak war es? Bro, das war mit meiner Freundin. Ich habe keine Ahnung. Kennt ihr diese Anzünderkohle da? Die Selbstanzünder. Ja, Selbstanzünderkohle. Da, keine Ahnung, was die da gemacht hat. Ich glaube, Doppelapfel. Bro, das hat mich voll nicht angetört. Und meine Perle, also meine Freundin, also die, das war auch so schon so die Inspiration so für mich, eine Shisha-Bar zu eröffnen. Mhm. Die gesagt, wenn du was machst, weil ich war ja früher bei Vodafone tätig, und die hat gesagt, wenn du dich selbstständig machst, es ist jetzt ein Hype, jeder raucht Shisha, mach dies und mach das. Und ich bin so, Bruder, ich bin so ein, wie soll ich das sagen, ich bin einfach so ein Kenneck, ne, der so auf Typico so, weißt du, was ich meine? So schnelles Geld, komm, lass die Süchtigen mal eben ihre Wettscheine machen. Oder eine kleine Spielhalle, so, das war so immer eigentlich so, wenn du so gesehen, war das so mein Traum, so, weißt du, was ich meine? Weil so schnelles Geld mal eben, also jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwie was, sag mal schnell, keine Kriminalitäten oder so, weil, Bro, jeder zockt. Verstehst du? Also bei uns hier in der Umgebung, ich weiß ja nicht, wie der bei euch in Bayern ist,
Bro, jeder zockt, Mann. Und das war immer so für mich so. Ich habe gesagt, Alter, wenn ich bei Vodafone aussteige, muss ich was machen da, wo die ganzen Leute einfach mal ihre Kohle verzocken. Hört sich ein bisschen mies an, ja. Aber wenn du selbst als Betreiber bist, macht das schon so ein bisschen Kohle. Und dann meinte meine Freundin, nein, dies, das. Shisha, Shisha, Shisha-Bar. Und auch, wie gesagt, beim alten Ladenlokal, wo ich früher drin war, da wollte ich echt ein Wettbüro reinmachen. Krass. Und dann, keine Ahnung, dann hat das meine Freundin wie immer geschafft, mich umzustimmen. Und dann habe ich mit Shisha-Bar angefangen. Ja, wie gesagt, dann habe ich am Tag immer so 2-3 Köpfe geraucht. Und dann, keine Ahnung. Also bei mir ist das so, ich muss richtig, richtig Bock auf eine Pfeife haben. Und ich bin ehrlich zu euch, so der Tabak, der momentan ist, die neuen Produktionen, die gefallen mir gar nicht. Mhm. Also ich war ein absoluter Social Smoke Fan, absolut. Lemon Chill war für mich mein Baby. Das ging immer, ja. So, und die Schweizer Produktion oder die amerikanische Produktion von Social Smoke, Lemon Chill, Bro, gibt es nicht. Gibt es nicht mehr. Ja. Deswegen habe ich dann auch so angefangen, da habe ich versucht noch ein bisschen mit Pistazien, habe ich auch teilweise, da habe ich durchgeraucht und habe ich mir gesagt, ey Jungs, das war's. Ich gar keinen Bock mehr gehabt auf Pfeife rauchen. Ich bin mehr so der klassische Typ und rauche mit einer Marlboro-Zigarette. Ja. Ja, und zu deiner Bar. Ich habe gesehen, ihr habt viele Tonköpfe noch mit Kaminaufsatz. Ja. Ist es bei euch in der Umgebung, also wie ist hier so, also ist jetzt natürlich schwierig für dich, das zu beantworten, wenn du jetzt nicht mehr so im aktuellen Shisha-Game drin bist, was, also was gerade den Hype angeht, sage ich jetzt mal. Ich bin im Game. Ich bin, du bist im Game, du hast eine Bar. Ich bin definitiv im Game. Das stimmt. Aber du bist jetzt nicht zu dieser, wie heißen sie alle, Aljoscha oder Kassel oder SWG, die halt wirklich sich den neuesten Shit aus Russland jeden Tag reinpumpen und was weiß ich, sondern du rauchst halt noch traditionell mit dem Tonkopf. Und die Kunden lieben es immer noch. Bro, ich bin einfach OG, so weißt du, was ich meine. Ja. Also man sollte schon ein bisschen bei der alten traditionell bleiben. Also bis heute hat sich noch kein Kunde beschwert, warum es keine, was sagst du immer, Pfanne, ne? Pfanne, eine Pfanne, ja. Ne? Ja. Warum habt ihr keine Pfanne? Oder warum habt ihr keinen Steinkopf? Bro, ist krass. Ich bin ehrlich, also eine VUCA ist schon... Das ist schon high. Ist schon, ja, der Mercedes-Benz AMG. Also ich kann sogar noch einen raushauen, das ist der Rolls-Royce unter den ganzen Pfeifen. Ja, das stimmt. Dann gibt es auch noch MIG, die ist auch eine richtig geile Produktion. Ja. Was gibt es da noch? Ich finde, so für mich persönlich, das ist da alles andere Schrott, wenn man ehrlich ist. An und für sich kommt auch nichts mehr Neues raus. Das musst du auch sehen, finde ich zumindest. Also ob du jetzt eine Simulation rauchst oder eine Aeon oder sonst was, das sind alles Top-Pfeifen, Top-Marken in meinen Augen. Du bist ja so ein Shisha-Suchti, oder nicht? Kann man ja sagen, oder? Ja. Siehst du jetzt irgendeinen Unterschied, sag mal ehrlich? Nein. Das, also, ist jetzt traurig. Nein. Ist die VUCA nicht gut? Die VUCA ist super. Eine Aeon ist auch super. Eine Simulation ist auch super. Das meine ich damit. Okay. Also es ist jede Pfeife in meinen Augen, wo rauskommt, es ist immer subjektiv. Das, okay, darfst du auch nicht sehen. Dir gefällt jetzt ein Benz, ich bin zum Beispiel eher Typ BMW. So. Bro, das, ich fahre doch halt selber einen BMW. Ich bin doch selber gerade einen BMW angefahren gekommen. Können wir die letzten 10 Minuten einfach nochmal machen? Der bleibt drinnen. Ich schwöre, das bleibt drinnen. Ich das bin mit BMW drin angekommen, Bro. Das bleibt drin. Das bleibt drin. Okay. Ehrlich gesagt, nö. Ey, das Ding, ich weiß, was halt heute noch rauskommt, das, was Dennis meinte, es passiert nicht mehr so viel krass Neues. Du hast jetzt nur noch mit so Sleeves, so Spielereien, dass du alles Ausblassystem hast und sowas, aber so. Weißt du, Auto? Ein Auto hat 4 Räder und einen Motor. Ob das jetzt elektrisch ist, Diesel ist oder Hybrid, ist scheißegal. Alles ist gut und fertig. Und so sehe ich das bei der Shisha auch. Ich liebe die VUCA, ich finde die super zum Rauchen. Die hat einen brachialen Durchzug. Ich finde die wirklich optisch sehr, sehr edel. Ich finde eine MIG auch geil. MIG ist auch geil. Das war ja auch bei mir so. MIG oder VUCA? VUCA oder MIG? Ich war die ganze Zeit so am Verzweifeln. MIG ist ja bei uns in Essen. Haben wir gesehen, wir sind vorbeigefahren. Ja, ja. Ich, ja. Und bei denen kaufe ich auch schon seit Jahren ein. Und bei meinen Cousins in Wesel auch richtig geile Typen. Sefkan und Agit. Könnt ihr auch mal drauf schauen auf der Seite. Das sind richtig geile Typen. Die haben mir dann gesagt, ja, MIG ist auch gut, aber ich habe so gedacht, so vom Optischen her passt so ein bisschen mehr hier so, weil es auch hier so dunkel ist, so dann dieses helle Holz und da bringt man nochmal so ein bisschen, ja, Farbe rein. Klar, ja. Edelstahl ist auch hell, aber ich habe mir gedacht, komm, ich bleib bei der VUCA und da, die nimmt ja auch nicht so viel Platz weg. Die ist auch leichter. Ja, die ist einfach ist auch leichter nur und schlicht. Chillig, ja, geil und... Nee, ist eine Hammerpfeife. Ja, ja, definitiv. Die ist super. Definitiv. Super.
Und wie du schon gesagt hast, also ich finde das vor allem interessant, weil wir jetzt bei uns jetzt in, sag mal, in Bayern unten, im Süden von Bayern und jetzt auch Grenze zu Baden-Württemberg, da schwappt gerade so diese Funnelwelle drüber. Also da hat die eine Bar angefangen mit Funnels, dann zieht die nächste nach und dann kommt die dritte Bar mit Funnels und bietet das an. Und so geht das gerade Stück für Stück bei uns unten. Ich finde das krass, also dass es bei euch hier in der Umgebung noch nicht so. Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ne, die Pfanne, seit wann ist die raus? Seit wann ist das Ding da raus? Also Funnel vor 3, 4 Jahren, oder? 3 Jahren Seid ihr so? sicher? Es gibt schon Ja, ewig, gibt schon länger, weil. gibt schon ewig, hat aber in Spanien und Russland angefangen. Mhm. In Deutschland ist es so der Hype, so seit 2 Jahren. Ich habe damals für meine Freundin habe ich eine goldene Genie-Pfeife gekauft. Und Genie war ja früher so gehypt an Shisha. Ja. Was gab es da? Genie, die Amys und Kaya. Kann das sein? Kaya? Kaya, Ja, ja. genau. Und also, ich kann mich noch, glaube ich, daran erinnern. Ich glaube, wir hatten auch so ein Fun-Dings gehabt. Ja. Definitiv. Und zur Zeit, also was wir jetzt so mitbekommen, ist gerade der Input von Russland sehr, sehr groß, Ja, was Russland geht Pfeifen momentan richtig angeht. ab, ne? Also Die gehen Moskau, die gehen richtig gerade ab. richtig ab. Ich glaube, da ist momentan weltweit der größte Hype. Also früher war es wirklich eher so Spanien so aus die Richtung, dann Deutschland so ein bisschen, aber mittlerweile ist echt Russland also absoluter Vorreiter, was Shisha angeht. Was ja nicht heißt, dass ein Tonkopf im Vergleich zum Funnel schlecht ist. Ich sage immer, das ist subjektiv. Die Leute, die gerade Funnel rauchen und das feiern, die feiern es. Ob sie es in einem Jahr noch feiern, werden wir sehen, ob sich's lohnt. Aber ich sage, Tonkopf, Steinkopf, die laufen einfach immer. Und ein Vorteil, was wir jetzt schon oft mitbekommen haben, bei uns im Büro zum Beispiel, wenn wir am Arbeiten sind und uns einen Funnel angemacht haben und dann müssen wir irgendwie stressig Telefonate führen oder irgendwas arbeiten unter Zeitdruck, dann steht der Funnel halt für 5 Minuten und dann ist der Kopf tot, weil da so viel Hitze da ist, der Okay. brennt durch und ist dann am Arsch. Und deswegen ist halt ein Steinkopf oder ein Tonkopf, den kannst du einfach mal 5 Minuten stehen lassen Okay. und kannst einfach ein bisschen chillen Also so. dann ist das ja so, da machen ja die meisten Barbesitzer so, dass der Kopf dann schneller verbrennt, oder wie? Also ich würde behaupten, dass ein Funnel in der Shisha-Bar, Nichts zu suchen hat, wenn du so sagst, oder? es dampft mehr, es schmeckt krasser, aber es hält nicht ganz so lange. Wie lange hält das jetzt, wenn ich fragen darf? Eine Stunde. Eine Stunde. Eine Stunde und dann tust du auch nicht neue Kohlen drauf, sondern der Kopf ist dann durch. Da tut man keine Kohlen nachlegen. Ah, okay. Also so kennen wir es und so ist es auch die Praxiserfahrung tatsächlich. Und beim Tonkopf kannst du easy mal sagen, so 20 Minuten, ich rauche jetzt nicht oder 10 Minuten und tu dann nochmal neue Kohlen drauf, neue Kohlerunde, dann raucht das wieder. Ja, klar. Ja, mal für einen Shisha-Bar-Betreiber ist es gut. Da hält der Bro, Kopf. ja, mir ist das scheißegal, also ob ein Kopf hält oder nicht hält. Wenn der Kopf, klar, wenn du hier am Tag deine 50, 60 Köpfe machst und kommt immer mal eine Fehlgeburt bei raus. Und da musst du klar immer eine neue machen. Also mir ist das immer scheiße. Für mich persönlich ist das immer so, da ist meine Tür. Wer reinkommt, ist herzlich willkommen. Wer nicht reinkommt, ist auch herzlich willkommen. So, weil jeder ist herzlich willkommen. Also für mich ist immer der Kunde König. Und der So. Wohlfühlfaktor steht bei dir auch sehr weit oben. Definitiv ganz, ganz, ganz weit oben. So, wenn jetzt die meisten Kunden sagen, hey, Emin, bring uns mal Pfannenköpfe oder Steinköpfe, Bro, dann mache ich das. Weil ich aktuell finde so, wie gesagt, ich bin ein OG, ich fand einfach die Tonköpfe, die sind einfach okay, das reicht. Kunden können lange damit rauchen. Ich bin auch ehrlich, also wenn ich merke, da weiß jeder Shisha-Raucher, du läufst dran vorbei und du riechst schon, der Kopf ist verbrannt. Ja. Dann erst sage ich, ey Bro, mach jetzt mal halblang, stopp, die Pfeife ist durch, die kannst du nicht mehr rauchen. Und da gibt es wirklich einige Kunden, die versuchen noch verdreckte Tabak, verkohlte Tabak, sagen wir es mal so, noch weiter zu rauchen. Da sage ich auch stopp. Ja, das sollte nicht nein. Das muss man machen, also keine Ahnung. Das ist ein Muss. Ich glaube, bei uns, wir unten sind ganz schön verwöhnt, glaube ich. Also wir sind wie Bro, so. ihr seid mit einer Tasche gerade hier angekommen. Ihr habt euren eigenen Setup, ihr habt eure eigenen Köpfe gemacht. Digga, ich war so ein bisschen geschockt. Ich so, ey, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was sind das für Suchtis? Ich kannte dieses Wort Pfanne noch nicht mal. Ich schwöre, ich bin ehrlich zu dir. Ich kenne Alles nur gut. Steinköpfe und Tonkopf und das war's. Alles gut. Also Solange. das ist schon für mich jetzt irgendwie ein bisschen peinlich, als Shisha-Bar-Besitzer das nicht zu kennen, bin ich ehrlich. Ne? Aber scheiß drauf, Mann. Man lernt. So wie gesagt, wenn die Kunden sagen, ey, Emin, hier, die Pfannen sind geil.
Bring mir ein paar. Was kostet eigentlich so ein Shit? Oblaco so bis zu 20, 25 so. Also wenn es jetzt im als Endkunde kommt. Ja, da kriege ich bei meinen Cousins bestimmt für einen Fünfer oder so im Kopf. Sechs. Ja, bestimmt. Safe, ja, Digga, ich kaufe da auch groß ein, so, ja, weißt du, was ich meine? Safe. Ja, klar. Ja. Safe. Sogar kein Problem dann. Also wie gesagt, wenn die Kunden darauf stehen, ich kann ja auch mal eine Umfrage machen auf Instagram. Und dann, was ist besser so? Also, wie gesagt, ich habe immer gedacht, dass es so, der Tonkopf ist, reicht so für eine Shisha Bar. Also wenn die was anderes haben wollen, wie gesagt, ich mache das. Ja, wenn das doch die Kundenrezension ist von deinen ganzen Kunden, die hier reinkommen und die sich wohlfühlen und einen coolen Abend haben, dann reicht es ja auch. Du musst ja nichts. Also mein Publikum ist so ein bisschen mehr an Personen von den Kunden sind Frauen. Ist das zu stark für Frauen? Das würde ich unterschreiben, ja. Definitiv. Wenn du eine typische Dilara bist, die so in die Shisha-Bar geht und sagt so, mit meinen Mädels, heute trinken wir ein, zwei Cocktails und rauchen eine Pfeife zusammen, dann ist ein Funnel definitiv zu stark. Zu stark, ne? Zu stark. Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und auch zu stressig, weil es ist nicht so wie bei Tonkopf, der aus der Shisha-Küche bringt die Pfeife her mit dem Tonkopf und dann wird die geraucht und dann passt das auch, sondern der Kopf muss wirklich exakt gebaut sein, weil sonst schmeckt er sofort kacke, weil da so viel Hitze im Spiel ist. Und auch von der Bauhöhe her und also wie luftig du baust. Also du hast jetzt drei Kohlenstücke drauf. Reicht drauf normalerweise nicht zwei? Nachher irgendwann nicht mehr. Okay. Da kommt dann die dritte eben ins Spiel, wieder auf Kipp, beziehungsweise in den Kalaut oben rein in die Smokebox. Und dann ist wieder genug Hitze da für die letzten 20 Minuten roundabout sowas. Okay. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist deutlich viel mehr Aufwand als ein Tonkopf A zum Bauen. Es dauert länger, du musst filigraner sein und noch dazu, für denjenigen, der es raucht, ist es auch stressiger, weil du musst zwischendrin auspusten, weil sonst schmeckt es verbrannt. Du musst den Kopf entlüften, du musst schauen, dass... Ja, dann... Es ist viel mehr Aufwand. Denke ich definitiv, dass das so... Ja, vor allem bei deiner Größe hier, sage ich jetzt mal, ist das auch also schwer zu stemmen, sage ich mal. Wenn du jetzt alle Steinköpfe wegtust und nur funnelst, das wird nicht gehen. Das ist viel zu viel Aufwand. Da hast du die Kunden, die rauchen ihren Tonkopf. Da hast du die Kunden dann, deine fünf Kunden vielleicht, die wollen unbedingt einen Funnel rauchen. So glaube ich, ist die Entwicklung. Aber bei uns unten ist es echt... Ich finde es sehr interessant, weil bei uns ist es einfach anders. So. Ja, ich weiß ja nicht, wie die anderen Bars das so machen. Also ich habe keine Ahnung hier bei uns in der Umgebung. Also wie gesagt... Nehmen wir das als Stichwort. Und zwar... Shisha-Bar-Szene in NRW. Da bin ich richtig gespannt drauf, weil das ist ein sehr polarisierendes Thema. Und wir sind wie immer außenstehend, Freunde. Wir tun das Ganze interviewen und ich bin jetzt gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Also meinst du jetzt generell NRW oder nur bei uns hier, bei uns im Kreis Kleve? Wie du magst. Also Bro, ich bin ganz ehrlich zu euch. Also wir haben schon in NRW... sehr, sehr starke Bars. Also da muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Also ich gönne jedem. Jeder soll seinem Brötchen verdienen. Aber man sollte dann auch immer die anderen auch deren eigenen Brötchen verdienen. Also man sollte sie dann in Ruhe lassen. Also wie gesagt, von mir persönlich aus sage ich ganz ehrlich, auch hier bei uns im Kreis haben wir starke Shisha-Bars. Die sind sehr gut. Das hängt auch davon ab. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Die kopieren viel, Bruder. Okay. Da sind so für mich, es gibt ein, zwei, drei Kandidaten, da sind in meinen Augen so Sonderschüler, die dann irgendwie bei Tipico irgendwie so einen Schein für 25 oder 30.000 Euro gewonnen haben oder irgendwie, keine Ahnung, was die gemacht haben. Und die dachten, ja komm, wir machen jetzt eine Shisha-Bar auf. Die von wirklich von, so wie ich jetzt von den Pfannen keine Ahnung habe, haben die generell von Shisha-Bars keine Ahnung. Ja, das geht halt nicht. Sondern dann, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt... Alter, Digga, wie lange ist das her? Ich habe gerade neu aufgemacht. Vor 7 Jahren habe ich Ladies Night veranstaltet. Die wussten nicht mal, wie man Ladies schreibt. Der eine schreibt es mit Y, der andere sondern schon mit IS. So, da habe ich mir schon gedacht, Digga, wenn du schon meinen Text kopierst, ne, dann mach das richtig. Dann mach das richtig. So hat das so angefangen und dann irgendwie, dann habe ich mir gedacht, komm, bleib ruhig, konzentriere dich nur auf dein Geschäft. Jeder auch in meinem Freundeskreis und meine Familie. Emin, reg dich nicht über die anderen Bars auf.
mach dein Geschäft. Und dann denke ich mir, ey, ihr habt alle gar keine Ahnung. Wie kann ich mich nicht mehr über die aufregen, wenn ich so gestresst bin, dass sie mich so stressen, dass ich mein eigenes Ding nicht mehr machen kann, so, weißt du, was ich meine? Weil irgendwann ist das so wie ein Kotzreiz. Also das nervt so. Und das geht wirklich, ich bin ehrlich zu euch, jetzt genau seit 7 Jahren geht das so weiter. Und es gibt eine Lounge, das ist in Kevela, das ist von meinem Cousin Ayhan. Also den liebe ich über alles, der hat auch eine geile Bar. Mhm. Und mein anderer Cousin, das ist Wacy, die Hidden Lounge, auch geil. Und das sind so die einzigen zwei, mit denen ich so klarkomme, so, weißt du, was ich meine? Wenn mir was fehlt, also bei mir ist das mal öfters, dann fehlen mir Mundstücke oder irgendetwas. Ey, Cousin, bist du da? Kannst du mir bitte das und das bringen? Weißt du, wir helfen uns auch gegenseitig, so, weißt du, was ich meine? Das ist auch gut. Auch heute zum Beispiel. Ich bin gerade, heute Mittag war ich bei meinem Cousin, dann habe ich Kübel geholt. Weil heute haben wir jetzt ein bisschen mehr los, dann habe ich mir Kübel so geholt, damit mir die Flaschen rausgeben können. Weißt du, wir helfen uns gegenseitig. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf meiner Seite. Ich habe auch Benefizturniere veranstaltet für krebskranke Kinder. Dann bin ich komplett über meinen Schatten gesprungen. Da habe ich mir gedacht, komm, weißt du was? Hand in Hand, wir alle zusammen. Wir bringen was Geiles auf die Beine. Wir veranstalten jetzt ein Benefizturnier, ein Fußballturnier. Mhm. So, das heißt, du bringst deine 13, 14 Spieler mit. Jeder Spieler spendet 10 Euro. Wir bringen und machen unser eigenes Essen da. Also wie gesagt, dann hat der Eiern damals einen Dönerladen gehabt in Essen. Dann hat er seinen Dönerstand mitgebracht, hat da Döner verkauft. Bro, sogar da fing das schon an. Da habe ich mir gedacht, Alter, Digga, was ist nur los mit euch? Es geht jetzt nicht darum, wer die beste Shisha-Bar hier so ist. So, weißt du, was ich meine? Es geht sich darum, dass wir zusammen was Geiles machen. Wir helfen krebskranke Kinder, Mann. Dann ist doch scheißegal, wie teuer deine verfickten, darf ich das sagen, verfickten Trikots? Darf ich sagen, ne? Ja. Ja, sorry. Deswegen, was interessiert mich, was deine verfickten Trikots kostet, weißt du? Du gibst 1000 Euro für deine Trikots aus, damit dein Logo von der Bar da steht. Aber spendest noch nicht mal 100 Euro für ein krebskrankes Kind. Die haben mich komplett durchgedreht, so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe gedacht, ey, was ist los mit euch? Mhm. Ich versuche was Geiles auf die Beine zu stellen und dies und das. Sogar da versucht ihr mich schon wieder scheiße dazusehen, so, weißt du, was ich meine? Was heißt scheiße dazusehen? Das ist einfach nur... Unnötig. Unnötig, richtig, ja, Bruder. Es geht einfach darum, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Richtig, miteinander. Und, weil solange, das sage ich immer, solange dein Laden gut läuft und sein Laden gut läuft, und auch wenn der Laden von ihm nicht gut läuft. Noch einmal, ich schwöre dir, ne, es ist mir scheißegal. Guck mal, es geht sich einfach darum, ihr kommt gerade rein, ihr kommt aus Bayern, ihr habt meine Bar gesehen, ihr habt direkt gesagt, wow, sowas macht mich stolz. Verstehst du das? So, mich würde das auch natürlich stolz machen, wenn ich jetzt sagen könnte, ey, Bro, da ist noch eine Shisha-Bar, da könnt ihr gerne hingehen, das sind gute Jungs. Ne? Also zu meinen Cousins müsst ihr auf jeden Fall eines Tages, wenn ihr mal Bock habt. Also zu Iron Racy. So, aber es wäre doch jetzt auch schön, wenn ich jetzt hier sitzen könnte und sagen könnte, ey, wir haben noch die Bar, die Bar, die Bar und die Bar. Geht doch mal dahin, so, weißt du, was ich meine? Aber das gibt's nicht, Bro. Aber wie gesagt, nochmal zum Benefizturnier zurück. Weil ich bin ja auch Mitglied beim Herzenswunsch, so nennt sich das. Haben wir versucht, noch ein Turnier zu starten. Und ich habe mir gedacht, komm, mach mir diesen Stress nicht und bla bla. Und dann sagt euch der Name Ralf Segerwatt. Und das ist... Mir jetzt gerade. Ja, der kommt auch oft im Fernsehen, der macht Helden für Tiere, also auf Vox setzt er sich ein. Dann habe ich Ralf gesehen, ich sage mal zu, Ralf, ich möchte jetzt gerne wieder ein zweites Benefizturnier starten, bist du dabei? Und der hat auch eine riesen Community auf Facebook überall und der Digga, der ist auf Vox, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Also Emin, richtig geile Sache, du brauchst mir auch, der ist auch so ein Typ, ne? Bruder, der ist real. Der sagt ja, du musst mir jetzt nicht irgendwie 5000 Euro geben, damit ich jetzt da hinkomme und dass ich das Ganze moderiere, ne? Ich komme, das Einzige, was ich möchte, ist eine Bratwurst und eine Cola, ich moderiere das Ganze. Bro, und dann ticken die anderen schon wieder aus. Dann, wie kommt er an den ran? Warum setzt er nicht unseren Namen ein? Warum steht da Seven präsentiert? Warum steht da jetzt nicht XY präsentiert? Ey, ihr behinderten Kinder, ich habe doch eure Logos mit unten eingraviert. Eure Logos. Ich bin mit meinem Kameramann durch ganz Kreis Kleve gefahren. Ich habe sogar eure Bars aufgenommen. Ich habe euch vorgestellt. Ich habe doch alles gemacht. Mir ist das scheißegal, was die Leute sagen, ey, der hat was Gutes gemacht oder mich juckt das gar nicht, was die anderen denken. Ich mache das ja für mich und nicht für die anderen. Aber es ging sich nur darum, wie du es schon sagtest, dass wir es miteinander machen.
Ja. Sogar da hast du schon gesehen, die ganzen Sonderschüler, die kannst du alle knicken, Mann. Die kannst du wirklich alle knicken. Also definitiv. Das sind auch für mich keine Barbesitzer. Das sind für mich, die ziehen die Leute ab. Aber dazu kommen wir ja gleich. Also finde ich echt cool, dass du diese Aktion ins Leben gerufen hast. Sage ich jetzt mal, alle aus der Shisha-Szene hier zu connecten, um einfach diesen Kindern zu helfen. Das finde ich wirklich, also Hut ab, Respekt auch für die ganze Orga-Leistung, was den ganzen Organisationsstress angeht und das ganze Managen. Das ist wirklich ein Heidenaufwand. Und wie du schon sagst, wer das Ganze nicht respektiert und da nicht dahinter steht, der braucht gar nicht erst teilhaben. So würde ich sehen. Ja, Bro, man lernt aus Fehlern. Ne? Also ich hätte schon eigentlich schon beim ersten Mal hätte ich einen Cut machen müssen und wie viele Vereine haben wir hier bei uns im Kreis? Über 100 Stück. Dann hätte ich einfach lieber Fußballvereine nehmen können. Ja. Und scheiß mal auch auf meinen Namen hier vom Laden, Seven. Ich hätte das einfach in meinem Namen gemacht. So. Und ja, sogar stimmt. Da haben die angefangen zu reden. Bro, glaubst du mir, ich habe sehr gute Kollegen. Ne? Da siehst du auch hier Kohlenstoff 12. Mhm. Die haben das auch für mich gemacht. Die machen nur Carbon-Seite. Könnt ihr auch mal auf die Seite gucken. Sogar Seven eingraviert. Ja, auch, ja. Nice. Bro, wie gesagt, wir haben damals das Turnier, jetzt werdet ihr auch wieder lachen, am 7.7. haben wir das veranstaltet. Haben wir am 7.7. veranstaltet. War das Zufall oder war das... Bro, absolut. Das war ein Samstag und ich fand, das ist einfach so ein Glückstag, so, weißt du, was ich meine? So, und der sagte zu mir, ja, Bro, wir fliegen dann am 9. nach Miami. Bro, ist so, ja, geil, ich bin dabei, so, weißt du, was ich meine? Und dann fing das schon so an, dieses Geläster. Der macht ein Benefizturnier, steckt die Kohle ein. Ja. Bro, ist kein Scherz. Oh. So haben die angefangen zu reden. Das typische ist kein Scherz. So, und ich schwör dir, da, wisst ihr, wann mein letzter Urlaub war? Es ist auch bis heute jetzt noch, ne? Mein letzter Urlaub war Mallorca 2013. Und ich wäre sehr, sehr gerne nach Miami geflogen. Aus Respekt. Damit, weil ich bin auch so ein Typ, Bruder. Ich bin ein bisschen Social Media. Bei Instagram war ich früher so ein bisschen aktiv. So wie Bones heute aktiv ist, war ich früher. Ich hätte mich einfach gefreut, so weißt du, ich meine, nach Miami und so, guck mal, sogar da sind die Leute einfach nur dreckig. Und gönnen nicht. Und gönnen nicht, Bruder. Ja. Das ist einfach nur Sonderschüler, Bruder. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man hinter einem Shisha-Bar-Betreiber, also das ist auch das, was, wenn du jetzt einen Zeitungsartikel siehst, es macht da und da eine neue Shisha-Bar auf. Egal jetzt wo. Dann lässt es meine Mutti mit 55 sich das durchlesen, ne, die von Shisha keine Ahnung hat, und sieht dann sofort, wieder eine Shisha-Bar, da war früher doch unsere Dorfkneipe drin, wo wir schon mit 16, 17 drin waren und jetzt ist da sowas, wo die Araber hingehen. Und da sage ich halt, ganz ehrlich, nur weil wir anders aussehen, nur weil wir anders reden und noch eine andere Sprache haben, heißt es nicht, dass wir anders sind. Verstehst du? Ja, das ist, aber Bro, guck mal, man muss auch ehrlich sein, es gibt viele, viele, viele wirklich, ne? Die haben die Szene einfach auf gut Deutsch, haben die gefickt, Mann. Es gab, das muss man ehrlich zugeben, es gibt wirklich viele Vollidioten, die wirklich von dem Business überhaupt gar keine Ahnung haben. Das ist doch klar, wenn dann siehst du in Großstädten dann von der Familie A, von der Familie B, Schwarzgeld, Geldwäscherei, Bro, und jeder Sonderschüler, der sich Spiegel TV oder Stern TV reinpfeift, Bruder, der glaubt auch die Scheiße, so weißt du, was ich meine? Ja. Und auch damals in meinem damaligen Laden, da haben wir auch direkt da hinten so einen Campingplatz und die laufen da auch immer so, dann sind wir dran vorbei und dann die Frage, die berüchtigte Frage, ist das Marihuana? Ja. Ich so, nein, das ist kein Marihuana, das ist Crack, das kannst du für 10 Euro hier bei so einem Bahnhofsjunkie kaufen. So, weißt du, was ich meine? So, Bruder, dumme Fragen, dumme Antworten. Und man muss auch wirklich ehrlich zugeben, die haben wirklich, man muss wirklich ehrlich zugeben, 80% der Shisha-Bar-Besitzer haben die Szene wirklich, wirklich hochgenommen. Und viele bauen auch Scheiße, Mann. Ja. So, ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt mal ehrlich, was kostet eine Tabakdose jetzt? Ich sage jetzt mal, Genie kostet 17,90 Euro. Ne? Der muss sich eine Tabakdose irgendwo kaufen, ein Kilo oder was weiß ich, also sagen wir jetzt auch mal 200 Gramm, für einen Fünfer. Digga, du machst schon allein schon aus einer einen normalen Dose machst du schon deine Kohle. Was soll denn der Scheiß? Was bringst du irgend so einen Scheiß hier rein? Ist so klar, dass Zoll und die Ordnungsämter dann geil drauf werden, warum wir nicht richtigen Tabak verkaufen und so Scheiß. Weil die alles einfach zerstört haben damit. Ja. So. Das ist eben halt so. Es gibt auch einige Dönerläden, da haben die auch gestrecktes Fleisch drin. Dann denke ich mir, ey, Digga, was ist los mit euch? Ich bin ehrlich, es gibt
Ich bin so zufrieden, wie es ist. Weil was machst du aus 200 Gramm? Du bist ja so der Experte, ne? Also ich denke mal, man macht immer so 10, 11 Köpfe, ja, machst 10, du schon draußen. Ne? So jetzt, Digga, eine Pfeife kostet bei mir 10 Euro. Verkauf mal, dann hast du schon 8 Köpfe Gewinn. 80 Euro. Ja. Du machst aus 20 Euro, summen wir mal auf, also runden wir mal auf, machst du 80 Euro Gewinn. So, dann denke ich mir, was soll das? Oder kauf doch ein Kilo. Ein Kilo kostet sogar noch billiger, wenn du im Einkaufspreis, wenn du noch mehrere kaufst, ja, dann hast du auch deine Ruhe. Das also wie gesagt, worauf du jetzt gerade auch eine Anspielung gemacht hast, man muss auch ehrlich zugeben, die meisten Leute, die sind vom ganzen Fernsehen, auch zu der heutigen Corona-Zeit, Bruder, jeder ist verblödet. Ja. Also jeder ist verblödet und für mich ist wirklich Spiegel-TV und Stern-TV Sonderschulprogramm. Auch Sonderschulprogramm, Bruder, wo die Sonderschüler wirklich, ist kein Scherz, wo die Sonderschüler wirklich da ruhig sitzen und sich die Scheiße da reinpfeifen. Aber, da kommt auch dieses Aber, weil auch viele selber schuld waren. 80%. Ja, jetzt wirst du auch sehen, wer hält sich über die Corona-Zeit, wer macht was draus und wer nicht. Das stimmt. Das stimmt. Also bei mir war es verdammt hart. Bin ich ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich bin ja umgezogen. Ich bin 30.12. war 2019, war ja mein letzter Tag. Und jetzt lachen wieder alle natürlich. Ich habe am 7.3. dann hier eröffnet. Wann kam dann Corona? Der erste Lockdown. Ich glaube, das war der 16. oder der 19.3. Irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, ich hatte keine paar Tage auf, Bruder. Ich musste direkt zumachen. Mhm. Direkt. Und das dann, ist schon. Jetzt musst du dir ja vorstellen. Also ich habe ja schon auf jeden Fall eine fette Summe reingehauen. Und das waren all meine Reserven, die ich je Besitz habe. Und das war schon. Ich habe am Anfang darüber gelacht, so. Zu lernen, er wird niemals nach Deutschland kommen. Wir haben gute Ärzte hier, wir haben gute Wissenschaftler hier. Es hat niemand vorausgesehen. Ja, muss man ehrlich, aber das hat schon, wie alle, viele, weiß ich nicht, aber also ich kann von mir, von meiner Sicht aus reden, also mich hat es kaputt gemacht, fast kaputt gemacht. Also ich war kurz vorm Aufgeben und sagen, hey, irgend so ein 0815 Sonderschüler, komm her. Aber habe ich gesagt, nee, Mann. Da habe ich mich so langsam verliebt. Ich habe auch dann wieder mehr Zeit hier verbracht. In der Corona-Zeit natürlich. Habe einen auf, ich mache hier sauber. Aber ich war immer in meinem Bunker, habe Warzone gezockt. Und ja, Bro, wenn ich dann immer so aus dem Bunker rauskam, dann bin ich hier so durchgelaufen, habe ich mir gesagt, ey, das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder irgendwie sowas, so, weißt du? Nein, das ist gesunder Stolz. Nee, das ist einfach, dann dachte ich mir, ey, da hast du schon was Fettes rausgehauen, so, weißt du, was ich meine? Und es gibt auch manchmal Tage, da das ist, ja, Bro, das ist einfach, man ist stolz, so, weißt du, was ich meine? Man ist stolz, was, ich meine, ich habe jetzt keine Bank oder was weiß ich, aber so jetzt für meine Verhältnisse bin ich schon stolz, was du Geiles hast, auf die Beine zu bringen. Du hast all deine Visionen, all deine Ideen einfach hier reingesteckt, ja, ja. Finanziell und auch im übertragenen Sinne. Und es ist wirklich, Leute, schaut es euch an, diese Bar, die ist wirklich wunderschön und absolut zum Verlieben. Also wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder sonst was, aber ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon, ja, Andi liegt hier schon auf dem Sofa, der hat sich's bequem gemacht. Der ruhige, hey, Andi. Schuhe ausziehen, gell, mein Freund. Nee, Bruder, der ist zu Hause, der kann ja auch zu Hause. Bruder, wie gesagt, ich habe euch direkt von vornherein gesagt, ihr seid zu Hause, fühlt euch wie zu Hause. Ich bin so ein Typ, jeder soll sich immer, der hier reinkommt, wie gesagt, der Kunde ist König. Klar gibt es auch mal eben einige Vollpfosten, die können sich nicht benehmen. Aber dann geht man ein, zwei Mal hin und dann sagt man, komm mal ein bisschen runter, alles ist gut. Und Bro, ich bin seit 7 Jahren hier, ne? Das wirst du mir jetzt nicht glauben. Hier war nur eine einzige Schlägerei. Und da hat ein Mannsweib, ein Mädchen, einen Typen geschlagen. Es ist kein Scherz. Aber da war auch nichts los im Laden. Aber das ist so für mich die allererste Schlägerei im Laden. Also wie gesagt, auch von den Nachbarn her, auch im alten Laden, hat man ein bisschen Parkplatzschwierigkeiten. Hier habt ihr ja gesehen, haben wir, da sind wir hier, einen riesen Parkplatz. Also hier ist das auch ruhig. Ich kann die Musik so laut aufdrehen, du hörst da und da überhaupt nichts. Die Einzigen, die so ein bisschen Pech haben, sind unsere Vermieter hier oben. Aber die sind korrekt. Also mit denen komme ich sehr gut klar. Das ist gut. Ja.
Kurz noch zu deinen ganzen Angeboten. Du hast vorhin schon gesagt, du hast auch so Ladies Nights und solche Sachen. Klar, jetzt wegen Corona war es ein bisschen schwierig, sowas zu veranstalten, aber hast du da irgendwie so Zukunftsausblicke oder Sachen, die du schon veranstaltet hast, vielleicht auch vor Corona? Weil das ist, finde ich, auch ganz cool. Also Bro, also meine ganzen Veranstaltungen, ich bin ehrlich zu dir, in der Corona-Zeit, also waren die Veranstaltungen immer Baba. Also die Leute, die haben sich gefreut, wenn du eine Veranstaltung wieder gemacht hast. Das habe ich dann selber hier gesehen. Das ging wieder richtig ab. Ich habe, Bro, ich habe DJ, ich habe einer der besten DJs hier. Der ist der DJ von Kollega und Farid Bang, das DJ History. Der werdet ihr auch heute kennenlernen, der kommt auch heute. Oh, krass. Das ist echt ein Motherfucker, Bro. Krass. Jeder liebt den. Wie gesagt, ich habe DJ Nights gemacht. Im alten Laden habe ich dann alle Möbel habe ich rausgetan und eben beim Nachbarn in die Garage rein, so alles. Und dann haben wir hier so Partystimmung gemacht. Ich habe Bachelorabende gemacht, lief immer auf RTL der Bachelor. Ne? Dann habe ich, ja, ist kein Scherz, Bro. Dann habe ich gesagt, ohne Scheiß, ich kann ja offen reden, ne? Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich will was Neues machen. Bro, ich saß auf Toilette, ne? Ohne Scheiß. Ich saß wirklich auf Toilette. Ich so, ich habe das schon gemacht, das schon gemacht, das schon gemacht. Was kann ich jetzt machen, wo sich alle wohlfühlen? Da habe ich einfach in meinem Kopf, ich so, weißt du was, Bachelor fängt jetzt an. Ich bestelle jetzt mal einfach so 40, 50 Rosen. Ich bestelle eine Familienpizza oder so ein Buffet mit geilen Nudeln hier bei Sebastiano, bei La Grotta. Und ich probiere das jetzt mal einfach. Bro, das kam so gut an. Ich schwöre dir, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Hühner auf einem Haufen gesehen, wenn ich das so sagen darf. So, weißt du, was ich meine? Weil ich fand's geil. Die kamen rein, da haben wir Rosen verteilt und die haben sich auch alle so chillig angezogen, so wie zu Hause. Bruder, genau so wollte ich es immer. Dass die sich immer alle hier wohlfühlen. So, ich weiß nicht, wie das bei euch so jetzt in Bayern ist. Und auch zu meinem Publikum hier, Bruder, bin ich auch richtig stolz drauf. Habe ich auch natürlich für gekämpft. Ja. Weil ihr seht das ja selber so bei euch. Ich möchte jetzt auch jetzt niemanden angreifen. So, weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Kennex, so, weißt du, was ich meine? Wenn jetzt irgendwie so eine Lisa oder eine Anna hier reinkommt und die fühlen sich dann so unwohl, weißt du, dann, Bruder, ich kenne das doch, Mann. Dann gehen die ganz schnell auf Instagram. Wie heißt sie da? Hat sie sich auf uns Sevenlong markiert? Wo finde ich sie? So, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Bro, Gott sei Dank habe ich dieses Publikum auch nicht. Ich habe wirklich darüber gekämpft, ne? Ja. Anfangs war das wie, ja so, weil, okay, dann gab es auch nicht so viele Bars hier, dann waren die eigentlich so, entweder wir fahren jetzt in die Großstadt oder wir kommen hierhin so. Mhm. Aber wirklich, bis heute, ne, habe ich es geschafft, dass mein Publikum einfach nur top ist. Wirklich nur top ist. Und darauf nochmal hinausgespielt, wie gesagt, die Erstschlägerei war damals im alten Laden. Und ich hoffe, toi, 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 dass das auch so bleibt. Und hoffen wir, ja, dass es heute Abend nicht eskaliert. Nee, Bruder, wie gesagt, wir kennen uns alle hier, also auch wenn Alkohol im Spiel ist. Und klar, es gibt immer so ein, zwei Kandidaten da. Bruder, die bringst du, gibst ihnen einen Schluck Milch oder Wasser und dann sind die schon wieder ganz normal, Bruder. Ist so. Ist so. Das hat jetzt auch nichts mit meiner Person zu tun. Ich glaube, wir können festhalten an alle Single-Jungs, wenn Bachelor wieder läuft, kommt vorbei. Vielleicht. Ja, okay, hier vielleicht ist ein Haufen an Hühnern am Start. Ja, Hühner ist das dumme Wort. Ich entschuldige mich auch für das Wort Hühner, Bruder. Ja, ist ein bisschen respektlos. Ja, ja, aber trotzdem. Vielleicht sieht das ja die eine andere Kundin von mir. Da denkt ihr, was hat der für ein Arschloch? So, weißt du, was ich meine? Wir schreiben dann oben rein, Thumbnail, Seven Lounge ist gleich Bachelor-Abend. Ja, ja, wie gesagt, und was ich jetzt auch vor einem Monat gemacht habe, ich habe einen sehr berühmten Sänger hier von der Türkei hier nach Deutschland einfliegen lassen. Dann haben wir hier bei uns eine orientalische Nacht gemacht. Mhm. Und Bro, das war auch ein richtig geiler Abend. Und ja, also Bruder, ich mache vieles. Also wie gesagt, ich mache vieles. Du wirkst auch sehr visionsreich. Also du hast doch viele Ideen und die gehen noch nie Ideen aus. Bro, ich sag dir eins, ne, das könnt ihr jetzt auch schon mal festnehmen. Ne, ihr habt jetzt meinen Garten gerade gesehen. Ich schwört euch, ich klatsch da was hin. Ne? Dann wird dieses Wow, was ihr hier gerade beim ersten Mal gemacht habt, das wird noch 100-mal schlimmer, als was ihr da hinten dann sehen werdet. Das verspreche ich auch. Bro, hast du gesehen, da sind insgesamt 350 Quadratmeter, was ich da draußen habe. Warte mal ab. Da kannst du richtig was draus zaubern. Und dann werde ich ein Angebot raushauen. Das möchte ich jetzt natürlich nicht verraten, bevor der eine andere Sonderschüler das jetzt auch wieder mitbekommt. Und das wird auf jeden Fall, boah, ich freue mich schon drauf.
Was sind so deine Angebote in der Bar? Ich habe hier schon gesehen, du hast einen riesen Schrank an Spirituosen, und du hast auch Spielautomaten hier drin, habe ich gesehen. Und Ja. auch einen Spieltisch, glaube ich. Genau. Genau. Ist eigentlich Standard in jeder Bar, ne? Kurz mal so, was hast du hier, also was sind so deine Angebote vielleicht, auch deine Preise so aktuell? Was willst du dem Kunden mitgeben? Was willst du dem Kunden bieten? Wie soll der Kunde sich fühlen? Also wie gesagt, also jeder Kunde, der hier reinkommt, soll sich immer wie zu Hause fühlen. Und ihr wart auch gerade so ein bisschen erschreckt, weil ich gesagt habe, meine Pfeife kostet 10 Euro. Also das ist eigentlich so Standard hier bei uns. Okay. Und ja, unsere Spirituosen und Bro, kannst du selber auf der Karte gucken. Also wir sind, also ich bin so gesehen ganz, ganz fair, sogar eigentlich sehr, sehr fair zu den Preisen. Und ja, wir bieten auch jetzt gerade nicht. Also sonst in der alten Bar habe ich immer auch Pommes, Fleischrollen, Kroketten, Kipcorn, Nuggets, Toast, habe ich immer alles angeboten. Und ich habe mir gedacht, komm hier. Ich hab ja gerade gesehen, die eine Hälfte war für Shisha und die andere Hälfte, die war jetzt einfach nur fürs Kochen und vom Zubereiten vom Essen. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt echt. Mir fehlt so, ich bin ehrlich so Zeug. Also seit Corona fehlt mir wirklich die Motivation. Und erst seit der letzten Veranstaltung, als ich diesen Aserbaidschaner aus der Türkei hier einfliegen lassen habe, habe ich so langsam, langsam, langsam wieder meine Motivation bekommen und bin jetzt wieder so ein bisschen mehr aktiv dabei, um Veranstaltungen zu machen. Und ich bin jetzt auch wieder für nächstes Jahr, wie gesagt, wenn Corona wieder mitspielt, mit anderen kurdischen, türkischen Sängern im Kontakt und dann legen wir wieder los. Und ja, zu den Kunden, wie gesagt, haben wir. Auch bei den Pfannköpfen und so, wenn ein Kunde sagt, wir wollen gerne so einen Kopf haben, dann besorge ich das für die. Wie gesagt, ich bin für jeden Kunde oder Kundin, die mich kennen, sowas wie ein Bruder, bin ich ehrlich zu dir. Also ich bin jetzt nicht so der Chef, der jetzt hingeht, ey, wie geht's, alles klar, und dann laufe ich weiter, was eine Missgeburt. Soll man einfach nur sein Geld da lassen und verpisst dich, so, weißt du, was ich meine? Und nee, so ein Typ bin ich gar nicht. Also die meisten, die mich auch kennen, die wissen ganz genau, wie ich drauf bin. Bro, ich bin auch ehrlich so zu euch. Ich möchte jetzt auch. Es gibt wirklich. Ihr kennt das selber, du hast ja auch in der Shisha-Bar gearbeitet. Und es gibt viele Kunden, die bestellen sich einfach eine Pfeife. Und ich bin so ein Typ, wenn die sich nicht zum Trinken bestellen, dann sage ich, ey, Alex, Bruder, bring ihn mal hin, sagst du es vom Chef. Ich bin wirklich so ein Typ, Bruder. Auch mit Buffet, alles drum und auch heute werdet ihr sehen. Bruder, ich bin so ein Typ, du gibst mir, ich gebe zurück. So verstehst du? Ja. Immer eine Hand wäscht die andere. Und so bleibt das auch mein Leben lang. Und ich bin auch eh immer ein ehrlicher Mensch, wenn mir was nicht passt, straight Sagst du in es die direkt? Fresse. Ja. Ist Ganz auch klar. das A und O. Das ist eigentlich menschlich gesehen, Ist auch das A und O. ist das das Richtige. Ja. Und ich werde mich auch nicht verstellen. Und juckt mich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie Wasel sagt, hass mich oder lieb mich. Fertig aus. Das ist ein Stichwort und zwar Thema Rapper. Rapper, ja. Hier, du hast ja gewisse Connections. Hau mal raus, da bin ich jetzt gespannt. Also Bro, also der erste Rapper, den ich über alles liebe, ist mein Bruder Azad, AZAD, Boss Music Frankfurt am Main. Und der hat auch schon ein paar Skits für unsere Bar gemacht. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich war auch schon bei seinem Videodreh dabei. Wir waren auch oft unterwegs. Azad auf jeden Fall für mich Top Nummer 1 im Deutschrap. Und Summer Jam war auch bei uns. Casey war bei uns. Wer war noch bei uns? Ja, und OZ Music war auch bei uns. Dann sagte mein Cousin Hakan aus Bremen: Was macht der denn da? Ich so: Bro, was laberst du da? Also ich kannte diesen OZ Music nicht, weil die Musikrichtung, die ging immer so mehr zu Shindy und so, weißt du, was ich meine? Ich habe den Shit nie gehört, das hat mich nie interessiert. Wie gesagt, Bruder, ich bin oldschool. Tupac ist mein Gott, ich höre gerne Tupac, so, weißt du, was ich Ja, meine? Mann. Ich weiß nicht, habt ihr da hinten gesehen, da ist auch ein fettes Bild von Tupac. Habe ich noch nicht gesehen, Ja, ne? und ja, Bruder, wie gesagt, Tupac ist mein Gott, so, und ich liebe Tupac, so. Und der Ozzy Music hat mir nie was gesagt. Er sagt, er hatte mir einen Screenshot von seiner Story geschickt. Ich so, ja, krass, okay. Macht schon ein bisschen glücklich, so, weißt du, was ich meine? Und dann, wenn die dann aufstehen, geil, und so, du hast mir auch, obwohl du mich nicht erkannt hast, fand ich das super, war ein geiler Laden. Bruder, das ist immer, Bruder, das wird dir ja jeder sagen, ne? Ob man es glaubt oder nicht. Also, dass der Kunde wirklich mit Schmerzen
vom Lachkrampf rausgehe. Ich möchte das wirklich ohne Scheiß, dass jeder Kunde glücklich ist. Das ist das A und O. Und da sollen hier die anderen Sonderschüler sich mal auch mal mitnehmen. So, weißt du, was ich meine? Ja, ist so, Bruder. Tut mir leid, Mann. Da sollen die sich auch mitnehmen. Ja klar, Bruder, das sind Sonderschüler. Lass uns mal da hinstellen. Bro, aber was heißt ja Empfehlung? Also Summer Jam, der ist ja mit vielen Gladbachern Jungs, also der ist ja ein Reit aufgewachsen. Der kennt viele Gladbacher und viele meiner Brüder, die sind ja in Gladbach viel unterwegs. Und die kennen sich ja alle schon von früher. So. Bruder, wie gesagt, wir sind alle hier vernetzt hier in NRW. Das ist ja, bei euch ist auch alles wirklich sowas von geballt einfach. Bei uns ist es halt alles so auseinandergerissen, so gefühlt. Bei euch ist das echt krass. Also bei euch ist, glaube ich, dieses jeder kennt jeden. Ja, ja. Das ist schon cool. Definitiv. Schon cool. Definitiv. Ist schon eine nice Erfahrung, muss man ehrlich zugeben, ja. Also ich finde deine Bar wirklich wunderschön. Ich bin reingekommen, ich war in dieser hohen Decke, ich war weg. Also der Sternenhimmel und alles. Ich finde sie wunderschön und vielleicht noch Zukunftsaussichten. Kannst du so ein bisschen was durchblicken lassen? Du hast vorhin schon angesprochen, deine Terrasse, da hast du schon Pläne. Aber vielleicht noch, noch so irgendwas, was du explizit sagen kannst. So. Bro, bist du von Spiegel TV oder Stern TV? Nein, jetzt Spaß beiseite. Nein, Spaß beiseite, Bro. Ja, wie gesagt, ich habe was ganz, ganz Großes vor mit meiner Terrasse. Klar, definitiv. Und meinst du jetzt hier so vom Laden oder von mir jetzt selber privat jetzt? Beides, was dir... Ja, Bruder, ich bin ehrlich zu dir. Ich möchte meine Freundin fragen, ob sie mich heiraten möchte. Ich möchte ein gesundes Baby auf die Welt bringen. Das sind so für mich so die Zukunftsziele. Also so generell denke ich persönlich, Bro, 7 Jahre reichen, so weißt du, was ich meine. Und ich möchte mich jetzt auch mal um mich selbst konzentrieren. Guck mal einfach, was die Zukunft sagt. Vielleicht gucke ich mir in einem Jahr das Interview an, sage ich, Digga, was hat der für eine Scheiße, aber du hast bis heute nicht mal deine Perle geheiratet. Du hast, was weiß ich, Bruder, man weiß es nicht oder so. Also wenn es nach mir gehen würde, gebe ich das hier meinem Neffen oder was weiß ich, wem hier, leite mal weiter, mach mal weiter. Ich möchte mich um meine Familie kümmern. Das sind so eigentlich so meine Ziele. Bro, ich bin 34, also die Uhr tickt auch bei mir, ne? Ich habe einen Hund, der ist so wie mein Sohn. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und wäre jetzt auch schön, wenn ein richtiges Baby da wäre. Das sind so meine Ziele. So vom Laden her, Bruder, wie gesagt, habe ich dir schon gesagt, da habe ich was geplant und da muss immer nur Corona mitspielen, so weißt du, was ich meine? Ja, das ist, glaube ich, das Grundargument eigentlich. Ja. Ja. So, ich bedanke mich für die Zeit und deine Gastfreundschaft. Und ich habe zu danken. Also ihr habt eine weite Reise hinter euch gehabt. Ich glaube, 5,5 Stunden? 6 Stunden? Ja. 6,5. 6,5. Komm, machen wir was Geiles raus. Machen wir 7 Stunden draus. machen wir 7 Stunden draus. Ja, wie gesagt, Bro. Ja, Mann. Ja, die denken auch, was hat für ein behinderter Typ da mit seiner 7. Ja, ist eben halt so. Also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall zu danken, dass ihr euch echt die Mühe und Zeit genommen habt. Ne, also nach dem Interview können wir natürlich immer wieder im Kontakt bleiben. Ich würde mich auch immer wieder freuen, wenn ihr mal packt euch ein Hotel, wenn ihr irgendwie so einen Amsterdam-Trip machen wollt oder was weiß ich, nach Holland. Würde sich anbieten. Ihr seid immer herzlich willkommen. Danke für deine Zeit und deine Gastfreundschaft. Und wir sind sehr gespannt heute Abend auf deine Jubiläumsparty und haben richtig, richtig Bock. Und Community, sagt uns doch bitte, wie habt ihr das Video gefunden heute? Wie findet ihr die 7 Launch? Wart ihr da schon mal? Das war jetzt das erste Mal, dass wir aus unserem Nest Bayern mal rausgekommen sind. Dafür danken wir dir auch, dass wir das auch auf uns genommen haben, uns mal rauszutrauen aus dem bayerischen Mutterschoß. Und lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Shisha Talk. Mal schauen wo. Und bis zum nächsten Mal. Euer Maishish-Team.